Als ich erfahren habe, dass das DFÜW neue Richtlinien hat, um einen Förderantrag für Austauschprojekte zu stellen, habe ich mir das Ganze so vorgestellt. Aber ganz im Gegenteil. Die Richtlinien des DFÜW, das sind die Texte, die den Rahmen für Zuschüsse für Partner und Projektträger geben. Okay, das klingt jetzt vielleicht nicht so super spannend, aber wenn Sie ein deutsch-französisches oder trilaterales Austauschprojekt organisieren möchten, dann hören Sie jetzt mal genau hin. Um einen Förderantrag zu stellen, gibt es von nun an nur noch einen Satz für Fahrtkosten in Höhe von 16 Cent. Und sowohl für Gruppenprojekte als auch sonstige Projekte gibt es von nun an nur noch zwei Förderkategorien. Zum ersten Mal seit Gründung des DFÜW berücksichtigen die Richtlinien auch den Klima- und Umweltschutz. Flugreisen werden nicht mehr gefördert, wenn die Zugfahrt von Bahnhof zu Bahnhof weniger als 8 Stunden dauert. Die neuen Richtlinien ermöglichen es noch mehr jungen Menschen, an interkulturellen Austauschprogrammen teilzunehmen. Und das unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Budget, ihren Sprachkenntnissen und ihres Wohnortes. Ein Beispiel. Durch die Förderung von hybriden Begegnungen sind finanzielle und geografische Hindernisse kein Hindernis mehr. Andere gute Neuigkeit. Die Unterstützung von grenzüberschreitenden Projekten wird deutlich flexibler. So muss man zum Beispiel nicht mehr im Nachbarland übernachten. Um den Friedensgedanken unter jungen Menschen weiter zu stärken, unterstützt das DFÜW nun auch multilaterale Projekte, sprich Projekte mit mehr als 3 Ländern. Organisieren auch Sie einen Jugendaustausch mit dem DFÜW. Alle Infos gibt's auf dfuw.org/richtlinien.